What's poppin', guys? Ich bin wieder zurück mit einem neuen Video. Wie ihr den Titel schon entnehmen konntet, werden wir heute eure Beichten vorlesen. Und ich bin gespannt, was für Beichten dabei sind. Wenn ihr gerne eure Beichten in diesem Video sehen möchtet, im nächsten Video, dürft ihr gerne auf www.telonym.diffmitsind.twitch eure Beichten einsenden. Und wenn ihr noch mehr Teile davon sehen möchtet, dürft ihr gerne abonnieren und liken. Und ich würde gar nicht viel schnacken, ich würde direkt anfangen und let's go! Was geht, YouTube? What's poppin'? What's poppin', guys? Ich habe euch gefragt, was eure Geheimnisse sind. Und wie ihr im Titel schon sehen könnt, ich werde heute eure Beichten hier vortragen. Ich will gar nicht viel lange und kompliziert schnacken. Ihr könnt gerne eure Beichten auf Telonym einsenden und im nächsten Video dabei sein. Ich würde gar nicht lange schnacken und würde sagen, let's go! By the way, dieses Video ist nicht für meine jüngeren Zuschauer gedacht. Also, Ladies and Gentlemen, das sind eure Geheimnisse. Ich, männlich 24, beichte, dass ich circa mit 9 Jahren einen Autounfall verursacht habe und weggelaufen bin. What? Also, Moment, du kannst dafür nichts, aber geht's dir gut? Willst du darüber reden? Ich bin da für dich. Ich beichte, dass ich einen Crush auf dich habe. Spaß beiseite. Ist schon süß. Meld dich. Kommen wir auf den Punkt. Probier dich aus, ganz ehrlich. Probier dich aus. Nimm deinen besten Freund, nimm deine besten Freundin. Who cares? Probier dich aus. Du musst es ja niemandem erzählen. Ich glaube, wir haben alle schon jemanden vom gleichen Geschlecht geküsst, glaube ich. Ich beichte, dass mein Hamster gestorben ist im Oktober und ich gelacht habe. Hashtag Hamster Life Matter XD. Wie aber? Also, ich kann dazu eine Story erzählen. Und zwar hatte eine Freundin auch zwei Hamster. Die hießen Game and Over. Und naja, der eine Hamster ist gestorben. Und dann dachte sich der andere wahrscheinlich, ich habe keinen Bock mehr, ist aus dieses Glasding gesprungen. Und die Mama hat ihn noch gesucht und die Freundin auch. Und irgendwann kam dann der Hund mit dem Hamster. Auf jeden Fall war der Hamster tot. Ich, weiblich 21, beichte, dass ich auf Uniformierte stehe. Da werde ich ganz wuschig. Ich glaube, das unterschreibe ich sofort. Also es ist ja. Also Jungs, wenn ihr an bei Mädels punkten wollt, werdet Polizist, werdet Feuerwehrmann, geht zur Bundeswehr, tragt Uniform. Ich mein's ernst. Habt ihr ein erstes Date, kommt in Uniform. Wenn ihr mit einem Mädel schreibt, tragt Uniform. Zeigt, dass ihr Uniform tragt. Jungs, das ist ein ganz sensibles Thema. Da punktet ihr bei von neun. Nein, tut es. Tragt Uniform. Ich beichte, dass ich einer Ex nach dem Sex mal 1 Cent auf PayPal überwiesen habe, weil es nicht besser war als das. Wenigstens 1 Cent, würde ich sagen. Also, würde sie jetzt mit 10 Jungs pennen? Kriegt sie jeweils 1 Cent? Das sind schon 10 Cent, also. Wenn ich unter der Bettdecke furze, hebe ich die Decke mit Absicht hoch, um daran zu riechen. Was? Ich, männlich 24, beichte, dass meine Furze nach Paprika stinken. Warum? Warum? Nein, warum? Nein! Ich habe meine Eltern beim Sex erwischt. Nice. Ich beichte, dass ich mir in der Schule eingeschissen habe und gesagt habe, dass ich gekotzt hätte, damit ich nach Hause gehen kann. Ich glaube, wir haben schon alle mal in der Schule gelogen, weshalb auch immer, dass wir krank wären, obwohl wir gar keinen Bock hatten. Dass wir gekotzt hätten, obwohl wir in die Hose... Nein, nein, ich auch nicht. Ich beichte, dass ich dich unfassbar schön finde. Nice. Ey, Puppe, gib mal Nummer.
Ich beichte, dass ich heute eine Currywurst gegessen habe. Mit scharfer Soße. Das gibt Dünnschiss morgen. Ich glaube, wir haben alle schon mal irgendwie Essen gehabt, wo wir meinten, oh, davon kriege ich Bauchschmerzen. Oh, eigentlich kann ich nicht mehr, aber das Essen ist so geil. Oh, eigentlich hatte ich nur für die nächsten Tage gekocht, habe aber jetzt alles auf einmal gegessen. Scharfe Currywurst, Dünnschiss, egal. Hab dir mal auf Twitch entfolgt, nachdem du mich gebannt hast. For no reason. Warst richtig unten durch. Nice. Hatte wohl seinen Grund. Euch hat das Video gefallen? Dann lasst doch gerne irgendwie ein Like da, ein Abonnement da, ein Kommentar oder erzählt mir eure Beichten. Link ist in der Bio. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt, ich erzähle eure Beichten. Wie immer, folgt auf Instagram, folgt auf YouTube, lasst gerne Liebe da. Wir sehen uns nächste Mal.